Meine Damen und Herren, heute beginnen wir mit etwas Neuem. Und zwar ist es natürlich weiterhin im Rahmen der Optik, aber bis jetzt haben wir uns noch nicht die Frage gestellt, ob das Licht polarisierbar ist. Könnte man sich natürlich denken, naja, wurscht ist halt oder nicht. Aber es ist schon ein wesentlicher Unterschied darin, weil, erinnern Sie sich an die mechanischen Wellen, die Longitudinalwellen sowie Schallwellen, die im Wesentlichen darin bestehen, dass sich Druckschwankungen ausbreiten, die können nicht polarisiert werden, weil nämlich bei derartigen Druckschwankungen die Auslenkungen der einzelnen Schwingungen im Rahmen des Wellenfeldes in der gleichen Richtung verlaufen wie die Wellenausbreitung selbst. Daher gibt es keine spezielle Ebene, in der so eine Welle polarisiert werden kann. Hingegen, wenn eine Welle polarisiert werden kann, also wenn es darauf ankommt, in welcher Richtung quer zur Ausbreitungsgeschwindigkeit man die Welle betrachtet, dann muss die Auslenkung quer zu der Ausbreitungsrichtung erfolgen. Dann muss es Auslenkungen geben, wo es darauf ankommt, wenn sich die Welle so ausbreitet, ob das jetzt in der Richtung oder etwa in der Richtung schwingt. Also die Polarisierbarkeit einer Welle ist ein ganz wichtiges Kriterium, ob die Welle longitudinal oder transversal ist. Und das hat natürlich die Optiker sozusagen, also ich meine jetzt die Optik wissenschaftlich untersucht haben, schon sehr lange interessiert. Und die Optik ist ja ein relativ traditionsreicher Zweig. Schon Anfang des 19. Jahrhunderts hat man sich sehr gut mit optischen Phänomenen ausgekannt und auch vorher schon kleine Fernrohre gebaut. Sonst hätte ja etwa der Kepler nicht schon die seine Keplerschen Gesetze sehr frühzeitig aufgrund von astronomischen Beobachtungen finden können. Also Optik, da weiß man schon lange viel drüber. Und Anfang des 19. Jahrhunderts ist dann zufällig eine Beobachtung gemacht worden und über das wollen wir jetzt sprechen. Also, wie können wir der Sache näher kommen? Und da gibt es also, um also über die Polarisation des Lichtes zu sprechen, einen sehr wichtigen, historisch bedeutsamen Versuch, und zwar der Spiegelversuch von Malü. Da haben Sie wieder einen Franzosen. Die Franzosen waren also in der Frühzeit der Optik ganz besonders intensiv beschäftigt mit optischen Vorgängen. Das ist so Anfang des 19. Jahrhunderts passiert, 1810 oder so etwas. Doch noch vor dem Wiener Kongress, man stelle sich vor, nicht? Also das ist schon relativ lang her. Und mit diesem Spiegelversuch konnte diese wesentliche Frage nach der Polarisation des Lichtes beantwortet werden. Dieser Spiegelversuch, den habe ich Ihnen da hier aufgezeichnet. Und der ist sehr einfach zu verstehen. Von einer Lichtquelle, die heute irgendein weißes Licht produziert, wird unter einem gewissen Winkel eine Glasplatte beleuchtet. Und diese Glasplatte lässt natürlich jetzt einen Teil der Strahlung durch, damit das nicht so viel ist und nicht stört, machen wir dann diese Glasplatte mit einer schwarzen Färbung, damit sie also absorbierend wird. Aber ein anderer Teil wird reflektiert. Und jetzt bauen wir einen zweiten Spiegel auf, mit dem gleichen Einfallswinkel der erste. Also Alpha ist ja auch hier, damit auch hier und dann auch hier. Sodass dann letzten Endes da ein Strahl austritt, der parallel zum Einfallsstrahl ist. Und man kann jetzt, um nachzuschauen, ob vielleicht dem Licht was passiert ist, sozusagen, durch die Reflexion,
ob da vielleicht eine Polarisierung passiert ist, kann man den zweiten Spiegel da um diese Achse herum drehen. Das heißt, dann wird dieser reflektierte Strahl da quasi auf einem Kegelmantel so herumwandern und man wird also sehen, was da passiert. Wenn dieser Strahl ein longitudinaler Strahl ist und keine Polarisation aufweist, dann muss es egal sein, wie man diesen Spiegel anordnet. Weil der hat ja dann keine Vorzugsrichtung quer zu der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und wie man den Spiegel auch dreht, es kommt gleichmäßig eine Reflexion zustande. Und das würde man ja zunächst auch annehmen, weil das ist ja ein extrem einfacher Versuch. Die meisten guten Experimente sind einfach. Weil was passiert denn groß? Es wird also hier an einer Glasplatte reflektiert und an einer gleichartigen Glasplatte hier noch einmal reflektiert. Und wenn also das Licht von dieser Lichtquelle so im Wesentlichen bleibt, was es ist, wenn man also da hierher leuchtet, dann wird man davon ausgehen können, dass es also ganz wurscht ist, ob man da jetzt den Spiegel verdreht oder nicht. Ich möchte auch dazu sagen, das zeigen wir hier nicht aus Einfachheitsgründen, würde man die Lichtquelle direkt hier herstellen und da einfach so drauf leuchten, dann wäre es dem Licht auch wirklich ganz egal, ob man den Spiegel dreht oder nicht. Dann wird es halt irgendwo hin reflektieren, wohin der Spiegel halt gerade zeigt. Ne? Aber dadurch, dass man zuerst reflektiert und dann noch einmal reflektiert, kann man also erwarten, dass eventuell, wenn diese Reflexion also irgendwas macht mit dem Licht sozusagen eine gewisse Orientierung aufprägt, dass das dann darauf ankommt, wie der zweite Spiegel gedreht wird. Und dieses Experiment haben wir hier für Sie aufgebaut. Dieser Spiegelversuch von Malü steht da hier und ich möchte Ihnen den zunächst einmal gleich so noch zeigen, bevor wir dann abdunkeln, weil da müssen wir schön finster machen, damit man das auch gut erkennen kann. Wir haben also hier einfach eine Glühbirne, die produziert sicherlich kein polarisiertes Licht oder irgendwas Spezielles, sondern einfach einen Lichtstrahl. Und der wird dann da durch eine entsprechende Irisblende und eine Sammellinse im Wesentlichen so parallel gerichtet, dass dieser Strahl dann über diese erste Glasplatte auf eine zweite Glasplatte trifft und dann hierher reflektiert wird auf diese weiße Scheibe. Und wir können jetzt diesen Spiegel so drehen. Sehen Sie das? Einfach ganz einfach da drehen. Und da sieht man dann natürlich, der Strahl trifft hier auf und wird immer mit gleichem Einfallswinkel da hier dann reflektiert. Und man wird also sehen, was mit ihm passiert. Naja, also dann schaltet man einmal das Licht ein hier und im Hörsaal das Licht aus und schauen wir uns an, was wir hier beobachten können. Diese Anordnung entspricht also dem, was ich Ihnen da hier jetzt vorhin gezeigt hatte. Machen wir ganz finster. Ich glaube, das können wir riskieren für die kurze Zeit. So, also schauen Sie. Sie sehen hier ganz deutlich, da gibt es also einen Reflex, wenn das Licht von dem ersten Spiegel auf den zweiten kommt und da weiter reflektiert wird. Und jetzt, ich versuche das natürlich auch so theatralisch wie möglich für Sie zu machen, jetzt werden wir diesen Spiegel verdrehen. Und beobachten Sie bitte, was passiert. Zunächst passiert nicht viel, aber jetzt sehen Sie, die Lichtintensität wird weniger und jetzt ist sie weg. Wenn ich aber jetzt, könnten wir sagen, die Lampe ist ausgefallen oder irgendwas, aber wenn ich jetzt weiter drehe, dann kommt sie wieder. Und hier ist wieder die volle reflektierte Lichtintensität da. Dieser anscheinend so harmlose Versuch hat sehr weitreichende Konsequenzen. Ist ein sehr bedeutungsvolles Experiment, das Ihnen zeigt,
dass dieser Lichtstrahl nach einer Reflexion hier in einen Polarisationszustand gekommen ist, transversal, weil jetzt kommt es nur mehr auf diesen Winkel an, ob dieser Lichtstrahl jetzt reflektiert wird oder nicht, wie hier, oder da wieder reflektiert wird. Ich glaube, Sie können das deutlich sehen. Jetzt ist keine Reflexion, jetzt ist Reflexion, jetzt ist wieder keine Reflexion und jetzt haben Sie sie wieder. Einmal rundherum sehen Sie deutlich die Reflexion an diesem zweiten Spiegel. Daraus kann man also folgern, eindeutig, dass das an dem ersten Spiegel reflektierte Licht linear polarisiert sein muss, mit einer Schwingungsebene, so dass dann bei der zweiten Reflexion es entweder passt, so wie jetzt, oder nicht passt. Lassen wir die Einstellung noch. Ich möchte aber kurz hier den Overhead-Projektor haben, bitte. Also Sie haben dieses Bild noch vor sich. Hier gibt es eine Reflexion an dieser Glasplatte. Jetzt schauen wir uns das noch einmal an, in der Form, dass wir da also einen Lichtstrahl auf eine Platte treffen lassen, auf eine Glasplatte, und der wird dann wieder unter Alpha und Alpha Strich mit gleichem Reflexionswinkel reflektiert. Und gehen wir davon aus und werden gleich anschließend eine sinnvolle Interpretation für diese Annahme haben, dass bei der Reflexion dieses zunächst unpolarisierten Lichtes, wo keine Polarisationsrichtung festgelegt ist, nur der Anteil reflektiert wird, wo die Schwingungsebene so liegt, wie Sie es hier sehen, also senkrecht zu der von Einfalls- und Ausfallsstrahl festgelegten Reflexionsebene. Die Schwingungsebene, in der dieser E-Vektor des elektromagnetischen Feldes, erinnern Sie sich, wir haben ja das Licht interpretiert als elektromagnetischen Wellenvorgang, diese Ebene senkrecht auf die durch Einfalls- und Reflexionsstrahl gegebene Reflexionsebene liegt. Wenn das so ist, dass nur der Vektor durchkommt sozusagen, und Sie stellen jetzt hinten eine zweite Glasplatte auf, so dass dann das wieder quer dazu steht, dann kann nichts mehr durchkommen. Und das können wir uns noch einmal anhand von dem Experiment hier anschauen. Also hier haben Sie es jetzt so, dass wenn an dieser Platte reflektiert wird, dann müssen die E-Vektoren so senkrecht schwingen. Und kommen hierher und können auch wieder weiter reflektiert werden. Das ist eine ganz analoge Situation wie hier. Wenn man dagegen um 90 Grad weiter dreht, was passiert dann? Dann haben Sie nach wie vor hier diesen senkrecht schwingenden E-Vektor. Aber der kommt jetzt in die Situation, wo nur ein waagrecht schwingender reflektiert werden könnte, entsprechend dem, was ich Ihnen vorher gezeigt habe. Und damit wird nicht reflektiert. Und genau das sieht man auch. Gibt es dazu eine Frage? Es ist mir wichtig, dass Sie dieses Experiment in seiner Tragweite gut verstehen, weil es ist also eines der Kernexperimente der ganzen Optik. Bitte. Könnte es nicht auch genau umgekehrt sein, dass er also 90 Grad verschoben? Könnte sein. Aber wie ich Ihnen dann zeigen werde, für diese Interpretation gibt es eine gute, also für diese Darstellung gibt es eine gute Interpretation, und es gibt natürlich unabhängige Experimente, die auch zeigen, dass tatsächlich der E-Vektor so schwingt. Aber eines ist sicher, es muss ein transversaler Polarisationsvorgang sein, sonst könnte sich das so nicht verhalten. Also in dem Fall kommt der E-Vektor nach der Polarisation so senkrecht heraus, die Wellen schwingen so, trifft aber hier jetzt auf die so gelegte Platte und es könnte nur ein solcher weiter reflektiert werden. Und das geht nicht. Hier aber schon.
Weil da kommt er so senkrecht daher und wieder ist jetzt seine Schwingungsebene senkrecht zu dieser Reflexionsebene und es wird reflektiert, so wie Sie es sehen. Bitte. Sie meinen zwischendurch. So. Das werden wir uns anschließend anschauen. Das werden wir mit diesem Experiment nicht quantitativ zeigen. Aber man hat das natürlich quantitativ gezeigt. Und der Herr Malü war auch der, der das dann auch untersucht hat und ist auf das Malüsche Gesetz gestoßen. Über das sprechen wir gleich anschließend. Dass die Abhängigkeit der Intensität vom Winkel der Verdrehung hier darstellt. Und es zeigt sich, dass es mit dem Cosinusquadrat dieses Winkels geht. Also auch diese Frage kann dann eindeutig beantwortet werden und auch konkret interpretiert werden. Okay. Also dann, Herr Litschauer, danke ich Ihnen sehr für diesen sehr schönen Aufbau, der nicht ganz unkritisch ist. Und ich freue mich, dass Sie dieses Experiment auch entsprechend beobachten konnten. Jetzt brauche ich da wieder dann die Lampen. Da hier, Lampe. Und wir sind schon da. Wunderbar. Okay. Also, das ist dieser Spiegelversuch von Malü. Und dieser Spiegelversuch von Malü zeigt also, dass das Licht durch Reflexion Licht kann durch Reflexion linear polarisiert werden. Ich zeichne Ihnen jetzt diesen Versuch nicht konkret auf, weil wir das ja sowieso auf der Overhead-Folie gesehen haben. Naja, und jetzt wollen wir uns aber überlegen, wie kann das interpretiert werden? Aber vorher noch, um die Tragweite noch entsprechend klar zu machen, das hat eine große Erschütterung hervorgerufen, weil man wusste natürlich schon lang vorher aus der Untersuchung von mechanischen Wellen und ihrer Ausbreitung, dass es natürlich sowohl die longitudinalen als auch die transversalen Wellen gibt. Und man weiß, also Schallwellen sind longitudinal und in Festkörpern und nur in Festkörpern, die auch ein Scherungsverhalten zeigen. Erinnern Sie sich an die Elastizitätstheorie, die Elastizitätslehre, Lehre von elastischen Festkörpern. In Festkörpern kann es auch neben longitudinalen zu transversalen Wellen kommen, die dann auch polarisiert werden können. Und jetzt zeigt sich das Licht, zur großen Überraschung, zeigt einen Polarisationszustand, also ist es transversal polarisiert. Und da hat man natürlich damals klarerweise angenommen, dass Licht eben so ähnlich wie auch Schall ein Trägermedium hat. Das ist ja noch zu Zeiten von Michelson gang und gäbe gewesen, dass man sich das überlegt hat, wie soll es denn anders sein? Und dann ist es das Ergebnis schon so um 1810 herum, dass es ein Festkörper sein müsste, der als Trägermedium des Lichtes auftritt. Und jetzt kann man aber ein Vakuum herstellen, so gut es eben geht, oder man denkt an den Weltraum, wo ja das Licht von den Sternen, von weiß Gott woher kommt, durch praktisch Vakuum, dort ist kein Festkörper. Ja, und auch die Erde bewegt sich ja offensichtlich nicht durch einen Festkörper rund um die Sonne herum und dennoch sehen wir das Licht von der Sonne kommen. Also hier gab es eine wirklich sehr schwerwiegende Unstimmigkeit. Und das konnte also erst geklärt werden durch die Überlegungen von Einstein, die ja letztlich dazu geführt haben, dass man davon ausgehen musste, ein Lichtmedium ist nicht erforderlich und die Annahme eines Lichtmediums
führt zu wesentlichen inhaltlichen Widersprüchen. Das haben wir ja bei der Relativitätsmechanik uns bereits genau überlegt. Und letztlich der Michelson-Versuch und dessen Fehlschlag hat ja auch darauf hingewiesen. Also es hat fast ein Jahrhundert gedauert, bis die Optik sozusagen wieder konsistent geworden ist. Und die ganzen großartigen Interferenzversuche von Fresnel und anderen, über die wir in den letzten 2 Stunden der Optik Anfang nächster Woche dann noch sprechen werden, diese Interferenzversuche, wurden alle durchgeführt vor dem Hintergrund, dass eigentlich kein Mensch gewusst hat, was sich da eigentlich abspielt. Weil ein linear polarisiertes Licht bedeutet, da ist ein Festkörper, der schwingt, und da ist aber kein Festkörper. Weil das kann man also durchaus aufgrund der Beobachtungen ausschließen. Naja, trotzdem hat man halt weitergewurschtelt sozusagen, in der Hoffnung, dass das irgendwann einmal sich klärt. Und wie so oft lag es also an den Grundannahmen. Licht und elektromagnetische Wellen benötigen offensichtlich kein Medium, um sich auszubreiten. Aber die Krot muss man einmal fressen, sozusagen. Und das ist also dann erst nach längerem und wo es also gar keinen Ausweg mehr gegeben hat. Und auch das Michelson-Experiment, das da endlich einmal einen Schlussstein hinter das alles setzen sollte und fehlgeschlagen ist, hat man es dann letztlich akzeptieren müssen. Und Einstein wäre heute der Erste, der das wirklich in aller Konsequenz ausgesprochen hat und auch die wichtigen logischen Folgerungen daraus gezogen hat. Also das reicht schon weit zurück, diese Unstimmigkeiten. So wie der Maxwell seine Gleichungen zur Elektrodynamik aufgestellt hat, da war auch noch längst nicht davon die Rede, dass es Wellen ohne Medium gibt. Man hat halt nicht sehr viel dann dazu gesagt und die Maxwell-Gleichungen erfordern ja nicht wirklich, dass es da ein Medium gibt. Da geht es nur um E-Vektoren und B-Vektoren und ihre Ausbreitung. Aber wie soll man sich denn das vorstellen, dass sich da Wellen ausbreiten und da ist nichts, was schwingt? Ne? Aber wie sich zeigt, schwingen eben nur die Felder. Und die Felder, das ist eben dieses merkwürdige Konstrukt. Sie erinnern sich, das haben wir gleich am Anfang ja der Elektrodynamik besprochen. Die sind eigentlich nichts, aber sie sind Träger von Energie. Denn ansonsten hätten wir keine elektrische oder magnetische Energiedichte und könnten mit sich ausbreitenden elektromagnetischen Feldern auch keine Energie übertragen. Na, woher kommt aber dann die Wärmeenergie von der Sonne? Also das sind Dinge, die in ausweglose Situationen geführt haben, wo dann letztlich der Ausweg der ist, es ist nicht mechanisch interpretierbar, sondern es ist was Neues. Es ist ein Wellenvorgang ohne Trägermedium. Und das hat sich also hier bereits angedeutet. Naja, also so viel einmal, um die Tragweite dieses malüschen Versuches klarzumachen. Und jetzt möchte ich Ihnen eben dann auch zeigen, wie kann man denn nun also diesen Versuch auch konkret interpretieren. Na, und da wollen wir, machen wir das auf der nächsten Spalte, eine Interpretation versuchen. Eine Interpretation, warum bei Reflexion an einem Spiegel, an einer Glasoberfläche, eine Polarisation auftritt. Naja, gehen wir davon aus, wir haben einen Übergang vom Vakuum in ein Medium. Da oben ist Vakuum oder Luft, das macht ja fast keinen Unterschied. Unten ist ein Medium, sagen wir Glas. Da tragen wir uns einmal das Lot hier ein, wie üblich, weil relativ zum Lot messen wir immer die Einfalls- und Ausfallswinkel. Und da lassen wir jetzt in einer gewissen Richtung hier einen Lichtstrahl einfallen. Und der Lichtstrahl wird da jetzt gebrochen
Und außerdem wird ein gewisser Anteil an dieser Fläche hier auch reflektiert, sodass der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel ist. Nicht? Oder auch so, der Einfallswinkel besser noch gleich dem Ausfallswinkel. Wir haben also einen Winkel Alpha, der tritt hier auch auf. Und dann gibt es auch einen anderen Winkel, nennen wir ihn Beta, unter dem das Licht wieder austritt. Also das Licht tritt hier ein, wird hier reflektiert, wird hier gebrochen. Und worum es jetzt geht, ist, wir gehen also davon aus, dieser Lichtstrahl beinhaltet beide Polarisationsrichtungen. Ich deute das so an. Es gibt Feldvektoren, die schwingen in der Tafelebene und die Punkte entsprechen denen, die senkrecht auf die Tafelebene schwingen. Beide kommen vor. So etwas nennen wir üblicherweise ein unpolarisiertes Licht, weil halt eben in statistischer Weise unterschiedliche Polarisationsrichtungen immer wieder vorkommen. Es kommen letzten Endes beide Polarisationsrichtungen in diesem einfallenden Licht vor. Wenn dieser Lichtstrahl hier eintrifft und dann in das zweite Medium, das ist Vakuum, das ist, sagen wir, Glas, eintritt, dann kann man davon ausgehen, dass unmittelbar unterhalb dieser Grenzfläche die Elektronen in diesem Dielektrikum, also dem Glas zum Beispiel, entsprechend diesen Schwingungsrichtungen auch zu Schwingungen angeregt werden. Es sind ja primär elektrische Feldvektoren, die hier maßgeblich sind. Es zeigt sich, dass gerade für optische Phänomene und für die elektromagnetischen Wellen generell die elektrischen Feldvektoren besonders wesentlich sind. Natürlich auch die magnetischen, aber in einem wesentlich geringeren Ausmaß. Wir können also primär uns auf die elektrischen Feldvektoren konzentrieren. Die werden dann dazu führen, dass da hier Elektronen so zu schwingen beginnen wie ein elektrischer Dipol. Und da haben wir schon einmal kurz besprochen und wenn nicht, sage ich Ihnen das noch einmal, ist es so, dass so ein elektrischer Dipol, der hier zu Schwingungen angeregt wird, dass der eine Abstrahlungscharakteristik hat, die derartig ist, dass er, wenn er so schwingt, sagen wir, quer dazu, rundherum am meisten abstrahlt, aber in seiner Schwingungsrichtung gar nicht abstrahlt. Diejenigen, die in den Methoden sind, haben das im Zusammenhang mit der Lecherleitung gesehen. Da hatten wir einen solchen Dipol und da hatten wir auch gesehen, dass also in der Richtung der Schwingung des Dipols keine Abstrahlung erfolgt. Also, wenn da jetzt der Dipol schwingt, dann gibt es so eine Abstrahlungscharakteristik der Art, dass in der Dipol-Schwingungsrichtung nichts abgestrahlt wird und dazwischen, angedeutet durch diese Pfeile, in unterschiedlicher Intensität abgestrahlt wird, am meisten quer dazu. Wenn also die Dipole hier so schwingen, wenn das der Lichtstrahl im Medium ist und der E-Vektor hier so schwingt, dann wird das also von hier aus so kommen, dann so weiter, dann wird das einen Dipol bewirken mit dieser Abstrahlungscharakteristik. Das heißt aber, dass diese Schwingung herrührend von dieser in der Tafelebene schwingenden Richtung in der Richtung quer zu der Richtung des gebrochenen Strahls gar nicht austreten kann. Das heißt, hier wird nur diese Polarisation und nicht beide und auch nicht eine Schwingung in Richtung in der Tafelebene erfolgen.
dagegen durchtreten, werden also beide, sowohl diese Schwingung wieder, als auch die Schwingung in der Richtung, wird dazu führen, dass man hier einen Lichtstrahl erhält, der da durchtritt. Also, der gebrochene Strahl, das ist der gebrochene Strahl, einfallend, gebrochen und reflektiert. Der gebrochene Strahl beinhaltet wieder beide Polarisationsrichtungen. Der reflektierte aber, reflektiert, ja, der reflektierte kann diese Schwingungsrichtung nicht enthalten, weil die erzeugt gerade einen Dipol, der in der Richtung keine Abstrahlung hat. Daher bleibt nur die andere über. Diese Richtung, die erzeugt hier einen solchen Dipol und der hat rundherum eine volle Abstrahlung, daher kommen die auch heraus. Das ist ein bisschen tricky. Deswegen frage ich Sie jetzt auch, ob Sie diesem Argument folgen können. Das Einzige, worum es geht und was man hier dazu also akzeptieren muss, ist, dass in dem dielektrischen Medium aufgrund der schwingenden E-Vektoren schwingende Elektronen auftreten werden, die als Dipole wirken. Und man weiß, dass Dipole in Richtung ihrer Schwingung nicht abstrahlen. Das sind die zwei entscheidenden Punkte, um die es hier geht. Die Schwingung in die Richtung, in die sie abstrahlt, was meinen Sie? Ja, also es ist aufgrund der optischen Gesetze klar, dass es sich in der Reflexionsrichtung und in der Brechungsrichtung ausbreiten muss. Aber wir können uns die Frage stellen, wenn wir jetzt zusätzlich den Polarisationszustand anschauen, ob es denn dann in dieser Reflexionsrichtung überhaupt reflektiert werden kann. Und wenn man da diese Überlegung mit diesen Dipolen annimmt, sieht man, dass also für den Anteil des Lichtes diese Schwingungen nicht zu dem reflektierten Strahl beitragen können, sondern nur derartige Schwingungen oder irgendwelche dazwischen. Man kann einen beliebigen Polarisationszustand durch Überlagerung der beiden darstellen. Wir schauen einfach diese beiden als zwei separate Komponenten an und je nachdem, wie die beiden sich überlagern, kann dann auch ein Zwischenzustand eintreten. Ist es das, was hilft Ihnen das? Bitte. Nur eine ganz kurze Frage. Das heißt, der elektrische Dipol, den wir eingezeichnet haben, der schwingt, wird nur von den so polarisierten. Von denen. Genau. Aber die Partikel, die dann hineingehen, haben auch natürlich auch einen Dipol, das ist ja furcht. Die sind so. Aber der strahlt rundherum wunderbar ab und daher können die da auch reflektiert werden. Nur die, die so schwingen, strahlen daher nicht ab. Daher kommen die, die daher von dieser Schwingung herkommen, hier nicht zum Zug. Ja, hilft es? Noch irgendwas? Es wäre schon schön, wenn Sie heute rausgehen, dass Sie den Versuch verstanden haben. Und auch die Interpretation. Na, wenn man aber das einmal sieht, dann hat man sehr viel verstanden. Weil dann sehen Sie auch sofort, dass diese Reflexionsrichtung und diese gebrochene Richtung aufeinander senkrecht stehen müssen, damit das optimal gelingt. Nur dann ist es wirklich so, dass diese Reflexionsrichtung gar nicht von dem her kommen kann, weil diese Dipole, die so senkrecht auf die gebrochene Strahlrichtung gehen, genau die geben gar nichts her. Das heißt, wenn ich den Einfallswinkel so wähle, dass der gebrochene Strahl und der reflektierte Strahl senkrecht aufeinander stehen,
dann habe ich es optimal. Und diesen Winkel nennt man den Brewster-Winkel, weil der Herr Brewster auf das erstmals draufgekommen ist. Und mit diesem Brewster-Winkel kann man das also sehr schön erklären. Denn jetzt ist es ein leichtes, diesen Brewster-Winkel auch auszurechnen. Da geht es natürlich wieder um die Brechungsindizes. N1 ist 1, das Vakuum. Könnte aber auch irgendein anderer Brechungsindex sein. Man kann das natürlich auch allgemein machen, nur muss der kleiner sein als der, damit das zum Lot gebrochen wird. Naja, und da kann man also jetzt sehr einfach aus dieser Situation heraus argumentieren und sich den Winkel, nämlich den Brewster-Winkel, ausrechnen. Unter dem das optimal funktioniert, wenn man nicht wirklich genau den Winkel wählt bei den bestimmten Brechungsindizes hier, dann ist auch tendenziell diese Polarisationsrichtung hier viel stärker als die quer. Aber es bleibt nur ein bisschen was über. Aber beim Brewster-Winkel wird es optimal. Deswegen haben wir da ja so einen verhältnismäßig komplizierten Aufbau. Deswegen liegt da diese optische Bank ein bisschen schief, damit man gerade unter dem Brewster-Winkel die Glasplatte beleuchtet. Weil dann hat man optimale Bedingungen und auch die wieder liegt in einer gewissen Weise schief, damit auch hier wieder gerade der Einfallswinkel zum Lot dieser Platte gleich dem Brewster-Winkel ist. Und dann hat man eine optimale Möglichkeit des Darstellens, dann verschwindet das komplett. Wenn man das nicht macht, wenn man die Winkel anders wählt, bleibt nur ein bisschen was über. Würde man auch schon sehen, es geht auf und ab und das zeigt ja auch schon an, dass Polarisation ist. Aber wenn, dann will man es ja ordentlich machen. Nicht? Und das macht man dann, indem man den Brewster-Winkel wählt. Naja, und diesen Brewster-Winkel auszurechnen, das ist sehr leicht. Denn nach Snellius, wenn wir das jetzt einmal so schreiben, gilt natürlich, dass Sinus Alpha 1 zu Sinus Alpha 2 gleich ist N2 zu N1. Wir haben gesagt, N1 Sinus Alpha 1 ist gleich N2 Sinus Alpha 2. Das ist dasselbe. Das Alpha 1, das ist der Einfallswinkel. Das ist also das, was wir jetzt als Brewster-Winkel bezeichnen. Den guten Winkel, den man wählen muss, damit sich das gut ausgeht. Nämlich, dass der reflektierte und der gebrochene Strahl senkrecht aufeinander stehen. Naja, daher haben wir Alpha 1 gleich Alpha B und das Alpha 2, das ist also da das Beta, das war nicht gescheit. Nennen wir das jetzt Alpha 2. Das Alpha 2, das ist jetzt dann 90 minus dem Brewster-Winkel. Das kann man sich ja leicht überlegen. Da ist der Brewster-Winkel, 90 minus dem Brewster-Winkel ist der und der Winkel und der, das sind wieder normalen Winkel, weil zu dem steht das senkrecht, zu dem steht das senkrecht. Also das Alpha 2 ist 90 minus Alpha Brewster. Na, und damit, wenn man da einsetzt, kommt man gleich auf das, was dabei herauskommt. Wir haben damit durch Einsetzen da oben Sinus Alpha 1, das ist Sinus von Alpha Brewster, durch Sinus Alpha 2, das ist Sinus von 90 minus Alpha Brewster, ist gleich N2 zu N1. Na, der Sinus von 90 minus Alpha B ist, wie Sie sicher wissen, der Cosinus von Alpha B. Da heißt Sinus von Alpha B durch Cosinus von Alpha B, da der Tangens von Alpha B und wegen dem Tangens des Brewster-Winkels als N2 zu N1. Und wie es heute in vielen Fällen ist,
ist N1 gleich 1, so wie hier, Luft und Vakuum praktisch dasselbe. Und dann für den Fall des Vakuums oder Luft, für Vakuum, haben wir dann das Tangens von Alpha B ist dann einfach gleich N2. Sehr einfach. Anders ausgedrückt, man hat dann einfach den Arcus-Tangens zu bilden von dem Brechungsindex und kriegt den Brewster-Winkel. Na, wenn man davon ausgeht, das ist Glas und das, der Brechungsindex von Glas ist so circa 1,5, na, dann mache ich den Arcus-Tangens von 1,5. Jeder kann das sofort auf seinen kleinen Taschenrechner machen und es kommt circa 56 Grad. 56,3 Grad heraus. Also für Glas, schreibe ich da jetzt her, für Glas N2 gleich 1,5 ist dieser Brewster-Winkel gleich 56,3 Grad. Und das haben wir dort so eingestellt, dass sich das dort so ergibt. Ich glaube, das kann man also schon recht gut verstehen aus dieser Überlegung. Na, jetzt wollen wir aber noch, auch im Anschluss an die Frage, die vorhin gestellt wurde, wie sich denn die Intensitäten dazwischen ändern, weil es ist ja nicht on-off, es ist ja nicht immer hell und immer dunkel, sondern es wird schon langsam dunkler, dann ist es weg und dann kommt es wieder. Nicht? Wie hängt das ab? Und da kann man also jetzt sich sehr schön überlegen, wie denn das ausschauen muss. Abhängigkeit der Intensität vom Verdrehungswinkel Phi. Also das ist der Winkel, um das klar zu machen, um den ich hier verdrehe. Das ist der Verdrehungswinkel, um den es da geht. Naja, und das ist also relativ leicht klar zu machen, wenn Sie sich überlegen, man hat dann die Situation, dass man da einerseits einmal unter einem gewissen Winkel den elektrischen Feldvektor E0 hat. Machen wir den ein bisschen größer. E0 hat. Und wenn ich jetzt um einen gewissen Winkel verdrehe, dann kriege ich nur mehr eine gewisse Komponente hier durch. Und wenn ich es dann um 90 Grad verdrehe, dann ist es also ganz weg. Also wenn ich da um einen gewissen Winkel Phi verdrehe, dann kriege ich da noch die Komponente E-Pfeil. Und wenn der Winkel Phi gleich 90 Grad sein wird, dann wird diese Komponente gleich 0. Das ist genau das, was bei der Verdrehung diesen Winkel passiert, dass man eben immer mehr und mehr nur diese Komponente in der entsprechenden Richtung noch kriegt und nicht mehr den ganzen Vektor, der da so, senkrecht hinüberkommt. Und daher sieht man aus dieser Überlegung gleich, dass das E-Pfeil betragsmäßig gleich ist E0-Pfeil mal dem Cosinus dieses Winkels Phi. Naja, wenn der Winkel Phi gleich 0 ist, ist der Cosinus 1 und dann ist E gleich E0. Und je mehr dieser Winkel zunimmt, desto kleiner wird das E und bei 90 Grad ist er weg. Und jetzt ist nur mehr die Frage, was sehe ich denn dort eigentlich? Sieht man da direkt den E-Vektor oder was sieht man dort eigentlich? Na, natürlich nicht direkt den E-Vektor, sondern was wir beobachten, ist eine Lichtintensität. Und eine Lichtintensität
hat etwas zu tun mit der Energieausbreitung des Lichtes. Je höher die Energie pro Zeiteinheit, also der Energiefluss, ist die Leistung, die in einer Richtung abgereflektiert wird, desto mehr sehe ich das. Man hat eine Information über die Intensität und nicht über die Amplituden des E-Vektors. Na, diese Intensität, die hängt natürlich zusammen mit der Energiedichte des elektromagnetischen Feldes. Wenn man die Energiedichte kennt und die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen, dann hat man auch den Energiefluss, der sich dann ergibt. Na, die Energiedichte haben wir für das elektrische Feld ja schon seinerzeit einmal vor längerem, denken Sie, das war aus den Überlegungen mit dem Plattenkondensator, bekommen, das ist ein halb mal E mal D. Und wenn sich das alles im Vakuum abspielt oder in Luft, dann ist D gleich Epsilon 0 mal E und Sie haben ein halb Epsilon 0 E Quadrat. Es zeigt sich, das gebe ich jetzt nur zur Kenntnis. In unserem Buch ist das näher ausgeführt. Wir können nicht alle Dinge in der verfügbaren Zeit bringen. Es zeigt sich, dass die gesamte Energiedichte gleich WE plus WM für die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen das Doppelte von WE ist, oder anders gesagt, die Energiedichte in einer sich ausbreitenden elektromagnetischen Welle teilt sich gleichmäßig auf die elektrische und magnetische Energiedichte auf. Ist also zweimal WE und damit auch wieder proportional zu E Pfeil Quadrat. Und wenn die Energiedichte proportional zu E Quadrat ist und man jetzt eine konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit hat, dann wird dementsprechend auch der Energiefluss und dann die beobachtete Intensität parallel proportional zu E Pfeil Quadrat sein. Und das ist es, was man beobachtet. Es ergibt sich nämlich damit, wenn also die Energie Dichte und damit die Intensität, die man beobachtet, proportional zu E Pfeil ist, dann ergibt zu E Pfeil Quadrat ist, dann ergibt sich damit, dass also die Intensität, die man beobachtet, gleich ist der Intensität I0 mal dem Cosinus Quadrat von Phi. Sie müssen einfach diese einfache Beziehung quadrieren. Und dann eben davon ausgehen, dass die Intensität proportional zur Energiedichte und damit proportional zu E Pfeil Quadrat ist. Und das ist das berühmte Malusche Gesetz. Und das lässt sich auch quantitativ nachmessen. Es ist eben so, Sie können sich überlegen, wann der Cosinus so die übliche Gestalt eines Cosinus hat und wenn Sie das Quadrat bilden. Das Quadrat kann auch nur zwischen 0 und 1 sein, ist aber immer positiv und hat ein so ein Auf und Ab zwischen 0 und 1. Und das ist genau das, was man dort sieht. Also während der Cosinus selber geht ja ins Negative und auch die Amplituden sind einmal positiv, einmal negativ, aber die Intensität als das Quadrat bleibt dann immer positiv und schwankt zwischen 0 und 1 hin und her. Und das ist es, was man hier sieht, wenn man diesen Winkel Phi eben verändert. Also das ist die Interpretation des Gesetzes von Malus, das auch ein experimentell festgestelltes Gesetz ist. Naja, damit kommen wir letzten Endes dazu, dass wir hier eine Methode gefunden haben, um polarisiertes Licht herzustellen, indem wir einfach unter dem richtigen Winkel reflektieren. Dann kommt aus einem beliebigen Licht, einer Glühbirne, ein polarisiertes, also in dem Fall eben linear polarisiertes Licht heraus.
Und ich möchte hier kurz zusammenfassen, was es für Möglichkeiten gibt zur Herstellung von polarisiertem Licht. Naja, und da haben wir also erstens einmal, so wie gerade besprochen, die Reflexion an Grenzflächen. Reflexion und natürlich plus Brechung an optischen Grenzflächen. Na, das ist genau das, was wir uns hier mit dem Brewster-Winkel überlegt hatten und was wir hier auch experimentell durchgeführt hatten. Das nächste ist, wir können andererseits auch eine Polarisation herstellen, dadurch, dass wir viele Brewster-Platten in Serie legen. Also einen Satz von Brewster-Platten, einen Glasplattensatz mit vielen parallelen Brewster-Scheiben, die da immer mit einer geringen Dicke dann immer wieder hintereinander sind und dünne Luftschichten dazwischen. Mit jeder solcher Reflexion wird also ein Teil des so polarisierten Lichtes entnommen aus diesem Primärstrahl. Und es wird zwar da in beiden Richtungen polarisiert bleiben, aber diese Polarisationsrichtung wird hier geschwächt, weil in Summe muss ja die Energie sich hier und hier aufteilen. Und wenn ich das so 10 oder 15 Mal hintereinander mache, dann wird systematisch immer wieder diese Polarisationsrichtung entfernt, und mehr bleibt nur die Polarisationsrichtung, die hier in der Tafelebene ist und damit auch in der Reflexionsebene bleibt über. Natürlich wird auch die Gesamtintensität kleiner, weil diese Glasplatten absorbieren auch ein wenig, wenn auch nur gering. Da wird man natürlich möglichst durchsichtige Glasplatten nehmen. Aber man kann damit recht gut Licht polarisieren. Also mit einem Glasplattensatz erhält man auch linear polarisiertes Licht. Eine dritte Möglichkeit, polarisiertes Licht herzustellen, ist dann der sogenannte Dichroismus. Der Dichroismus ist, das ist ein merkwürdiges Wort, ist ein Effekt, den ich also nur erwähnen möchte, der relativ doch weitreichendere Interpretationen erfordert, um ihn wirklich systematisch erklären zu können, wo es darum geht, dass in verschiedenen Polarisationsrichtungen in bestimmten Medien, die müssen also eine entsprechende Zusammensetzung haben, eine schon kristallin orientierte Zusammensetzung, dass in verschiedenen Polarisationsrichtungen unterschiedliche Absorption eintritt, sodass gewisse Polarisationsrichtungen gut durchgehen, andere weitgehend absorbiert werden. Also unterschiedliche Polarisationsrichtungen führen zu unterschiedlicher Absorption. Absorption. So etwas können wir Ihnen zeigen. Wir haben hier auf einer optischen Bank zwei solche Polarisationsfolien aufgebaut, die
die einen entsprechenden Dichroismus aufweisen. Die werden beleuchtet hier von einem einfachen, unpolarisierten Lichtstrahl, der da halt parallel gerichtet wird. Und da haben wir die eine und da haben wir die zweite Folie, die jeweils linear polarisiertes Licht herstellen. Jetzt sind sie so gestellt, dass sie durchlässig sind. Wenn ich eine Folie um 90 Grad verdrehe, ist die durchtretende Intensität weitgehend gleich Null. Gehe ich wieder um 90 Grad weiter, habe ich wieder voll Durchlass. Dasselbe geht auch hier natürlich. Wenn ich weiter drehe, komme ich wieder jeweils auf volle Durchlässigkeit oder bei gekreuzten Polarisatoren wie jetzt zur Auslöschung. Das ist also ein etwas einfacherer Versuch im Vergleich zu dem, hat aber nicht dieselbe unmittelbare Überzeugungskraft, weil da müssen also spezielle Eigenschaften dieser Polarisationsfolien untersucht werden und das werden wir aufgrund der Kürze der Zeit hier natürlich nicht durchführen. Da haben wir auch was Schönes, wo wir das mit einem Overhead-Projektor zeigen können. Da haben wir so große Polarisationsfolien, zeigen Sie das einmal bitte, zwei untereinander. Und wenn wir uns das anschauen, da muss der erst zu sich kommen jetzt, der Overhead-Projektor. Nein, das ist ja schon dunkel. Naja, er wird schon. Dann schauen wir also, was diese Folien jetzt tun. Wenn wir jetzt die eine Folie gegen die andere verdrehen, dann sehen Sie, dass das Licht komplett weg ist. Drehen wir weiter, dann sehen Sie, das Licht ist wieder da. Also es ist erstaunlich, was man mit solchen Polarisationsfolien erreichen kann. Da hat man also dann eine viel einfachere Art und Weise, dass man solche Polarisationseffekte nachweisen kann. Vielen Dank für den Aufbau. Und letzten Endes als vierte Methode, über die ich hier sprechen möchte, mit der man linear polarisiertes Licht herstellen kann, die sogenannte Doppelbrechung. Die Doppelbrechung hängt zusammen mit der Anisotropie von Medien und damit mit der sogenannten Kristalloptik, also Optik nicht von Isotropen, sondern von Anisotropen, von kristallinen Medien. Und mit dieser Optik wollen wir uns jetzt anschließend noch beschäftigen, möchte nur zum Schluss noch, um diese Sache mit dem Brewster-Winkel abzuschließen, auch sagen, wozu man diese Brewster-Reflexion auch besonders gut brauchen kann, ist bei der Anwendung auf sogenannte Brewster-Fenster. Vielleicht haben die einen oder anderen von Ihnen schon einmal was gehört von Brewster-Fenstern, wie sie bei Gaslasern eingesetzt werden. Ein Brewster-Fenster ist ein solches, wo das Licht praktisch ohne Problem durchtreten kann, aber Reflexionen weitgehend ausgeschlossen werden. In dem Fall, wenn man nur durchtretendes Licht bei einem Fenster haben möchte, möchte man ja nicht, dass Licht durch Reflexion verloren geht. Und das passiert in dem Fall dann, wenn man nur ein in der Tafelebene schwingendes Licht verwendet. Weil dieses Licht wird praktisch ungehindert da durchtreten und da wird gar nicht reflektiert, weil es eine derartige Polarisationsrichtung gar nicht gibt. Brewster-Fenster werden also angewendet, wenn man linear polarisiertes Licht betrachtet, was möglichst verlustfrei durch eine Fensteröffnung, also Fenster in einem experimentellen Aufbau, hindurchtreten soll. Da verwendet man das als Fenster und hat dann hier eben, wenn Sie eine derartige Polarisationsrichtung haben, vollständigen Durchtritt
und keinerlei Reflexion, weil diese Polarisationsrichtung hier gar nicht vorkommt. Die berühmten Brewster-Fenster. Naja, jetzt sind wir also da mit dem Begriff Doppelbrechung in Berührung gekommen. Und der soll uns also dann Anfang nächster Woche eine Stunde lang beschäftigen. Bitte. Ich habe noch eine kurze Frage an die ganze Zeit von linear oder das hier nicht besprochen. Ist das anders oder linear oder das hier? Naja, ich möchte das nicht zu sehr ausweiten. Deswegen habe ich das nicht weiter erwähnt. Aber linear polarisiert ist ein Licht dann, so wie auch bei anderen polarisierbaren Wellen, wenn der Auslenkungsvektor immer in einer Ebene bleibt. Hingegen kann es natürlich auch bei transversalen Wellen, wo eben die Ausbreitung quer zur, wo die Auslenkung quer zur Ausbreitungsrichtung geht, sein, dass dieser Vektor sich laufend so verändert in seiner Richtung, während sich die Welle ausbreitet. Eine derartige Polarisation kann man auch durch eine phasenrichtige Überlagerung von zwei senkrecht aufeinander stehenden linear polarisierten Wellen erzielen. Da kommt man dann darauf, dass im Zuge der Ausbreitung in dieser Richtung die Schwingungsrichtung des jeweiligen Auslenkungsvektors, des E-Vektors, sich laufend ändert. Durch entsprechende Überlagerung einer solchen und einer solchen Schwingung mit entsprechender Phasenverschiebung. Das nennt man eine zirkular polarisierte Welle. Und da kann es wieder sein, dass es eine rechtszirkular oder eine linkszirkular polarisierte Welle gibt. Und Sie können sich dann sicher gut überlegen, wenn man in entsprechend geeigneter Weise eine rechts- und eine linkszirkular polarisierte Welle überlagert, kommt wieder eine linear polarisierte Welle heraus, weil sich die dann gerade so überlagern, dass wieder eine linear polarisierte herauskommt. Diese zirkular polarisierten Wellen haben dann auch etwas mit dem Spin der Photonen zu tun. Das ist aber Quantenoptik und die wollen wir uns auf die allerletzte Vorlesung nur einstiegsweise vorbehalten. Weil alles können wir in den ersten zwei Semestern natürlich nicht ausreichend durchbesprechen. Sie wollen ja nachher auch noch was lernen, nicht? Und dazu gibt es also genug Möglichkeiten. Reicht es als Antwort? Gut, dann kommen wir jetzt noch dazu, über die Kristalloptik zu sprechen. Also wir wollen dieses letzte Gebiet, das wir vor der Wellenoptik noch angehen wollen, übertiteln als Optik anisotroper Medien. Und auch hier müssen wir ähnlich wie oben, wo wir ja auf die E-Vektoren des elektromagnetischen Felds zurückgegriffen haben, auch hier wieder auf die Interpretation des Lichtes als elektromagnetische Welle zurückgreifen. Und hier jetzt halt eine Situation betrachten, wo wir keine Isotropie in allen Richtungen haben, so wie wir es bisher immer angenommen hatten, auch in der Elektrodynamik, sondern eben ein kristallines Verhalten. Also wir betrachten ein anisotropes Dielektrikum. Um uns aber klar zu machen, was das für Konsequenzen hat, wenn das Dielektrikum anisotrop ist, wollen wir zunächst rekapitulieren, eine Wiederholung, ganz kurz, für bezüglich der elektrischen Felder in isotropen Dielektrika.
Wir haben ja das seinerzeit, ist schon etliche Wochen her, ja ziemlich ausführlich besprochen und haben insbesondere den Polarisationsvektor betrachtet. Das war doch die Geschichte mit dem Kondensator, wo dazwischen ein elektrisches Feld ist. Dann gibt man ein Dielektrikum hinein, da richten sich dann drinnen die Dipole aus, erzeugen dann ein Polarisationsfeld, das dem ursprünglichen Feld entgegengerichtet ist und das Feld daher schwächt. Also eine an sich sehr einfache Situation. Wollen wir uns das noch einmal rekapitulieren? Der E-Vektor in einem solchen isotropen Dielektrikum wird also gleich sein dem Vakuum-E-Vektor plus dem durch Polarisation hervorgerufenen E-Vektor. Der kommt also vom Vakuumkondensator und der kommt von den polarisierten, also ausgerichteten elektrischen Dipolen, die da so Grenzschichten erzeugen und zwischen denen, das ist sogar ein kleiner Kondensator im Kondensator, ein entgegengesetztes Feld entsteht, ein solches Polarisationsfeld. Naja, und das hatten wir auch geschrieben als noch einmal E-Vakuum. Und dieses Polarisationsfeld konnten wir schreiben als durch die Polarisation P durch Epsilon 0. Wenn Sie zurückblättern, das hatten wir bei der Besprechung der Dielektrika so herausbekommen. Also dieses Polarisationsfeld ist ja entgegengerichtet gegen das Vakuumfeld, daher hier das Minus. Bei den Magnetfeldern war das dann ein Plus. Und wir kommen dann darauf, also bei den isotropen Medien jetzt, dass man den Zusammenhang hat. Und wenn man das mit Epsilon 0 multipliziert, dann kriegen Sie Epsilon 0 mal E-Pfeil. Und dieses Epsilon 0 mal E-Pfeil ist dann Epsilon 0 mal E-Vakuum und dann minus P-Pfeil einfach. Oder Epsilon 0 mal E-Vakuum, das ist die dielektrische Verschiebung. Erinnern Sie sich, das war doch der Repräsentant des Vakuumfeldes. Wo man das Vakuumfeld mit Epsilon 0 multipliziert, so kommen wir auf D-Pfeil minus P-Pfeil. Das ist der einfache Zusammenhang, den wir jetzt umschreiben können. Und wir kriegen dann natürlich damit heraus, dass das D-Pfeil gleich ist, wenn man das P-Pfeil auf die andere Seite bringt. Epsilon 0 mal E-Pfeil plus P-Pfeil. Da ist jetzt dieses P-Pfeil her. Also Epsilon 0 mal E-Pfeil. Das D-Pfeil ist gleich Epsilon 0 mal E-Pfeil plus P-Pfeil. Das ergibt sich bezüglich des Zusammenhanges zwischen dem D- und dem E-Vektor. Und für isotrope Dielektrika war immer die Voraussetzung die, dass der Polarisationsvektor und der E-Vektor zueinander parallel sein werden. Also, für isotrope die Elektriker erhalten wir, dass der P-Vektor parallel zum E-Vektor sein wird. Und wenn das der Fall ist, wenn E und P zueinander parallel sind, was sich dadurch ergibt, dass heute die Dipole sich ohne Probleme so ausrichten, wie es heute das angelegte Feld betrifft, dann sehen Sie, dass auch D-Pfeil und E-Pfeil zueinander parallel sein werden.
Und daraus ergibt sich ja dann die einfache Beschreibung, dass wir sagen, das D-Pfeil ist Epsilon mal E-Pfeil. Damit erhalten wir also, D-Pfeil ist gleich Epsilon mal E-Pfeil. Eine Materialgleichung oder Epsilon 0 mal Epsilon R mal E-Pfeil. Das war nur eine Wiederholung, vielleicht etwas komprimierter geschrieben, entspricht aber ganz dem, was wir seinerzeit bei den dielektrischen Medien besprochen hatten. Wenn das Polarisation parallel zum E-Vektor ist, wenn man aber einen Kristall hat, wo in unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche Kräfte auf diese Dipole wirken werden, dann wird im Allgemeinen die Polarisationsrichtung nicht gleich sein der Richtung des angewendeten Feldes. Wenn man also jetzt für anisotrope Medien sich das anschaut, wir betrachten ab jetzt also ein anisotropes Dielektrikum, dann wird also im Allgemeinen das D-Pfeil nicht parallel zu E-Pfeil sein. Und dann haben wir eine Situation, so ähnlich wie wir das in der Mechanik des starren Körpers einmal kennengelernt haben, formal nur analog. Dort hatten wir gesehen, dass der Drehimpuls und die Winkelgeschwindigkeit nicht immer parallel zueinander sind. Und um das dann entsprechend quantitativ beschreiben zu können, haben wir den Trägheitstensor eingeführt. Genau dasselbe bleibt uns hier jetzt auch nicht erspart. Um diesen Zusammenhang für ein kristallines Medium zu erhalten, müssen wir also hier einen tensoriellen Zusammenhang herstellen. Und dieser Zusammenhang lässt sich dann eben am besten in Indexschreibweise schreiben. Die ite Komponente dieses D-Vektors lässt sich also jetzt darstellen, so ähnlich wie da oben, aber nicht mit einem Skalar, sondern mit einem Tensor, also mit einer Matrix. Das ist dann natürlich die nach wie vor vorhandene elektrische Feldkonstante Epsilon 0, aber dann haben wir hier nicht nur einen Skalar Epsilon R, sondern Epsilon IJ, eine ganze Matrix, dann multipliziert mit EJ. Und ich erinnere, das hatten wir auch seinerzeit so über diesen gleich bezeichneten Index J ist hier zu summieren. Also D1 ist Epsilon 0 mal Epsilon 1 1 E1 plus Epsilon 1 2 E2 plus Epsilon 1 3 E3. Und wenn ich das zum Schluss jetzt noch als Anknüpfungspunkt für kommenden Montag aufschreiben kann, dann haben wir damit eine Matrix-Schreibweise. Denken Sie an den Trägheitstensor, ganz ähnlich. Eine Matrix-Schreibweise in der Form, dass wir also schreiben können, dass der Vektor D-Pfeil mit D1, D2, D3, der Vektor der dielektrischen Verschiebung, dargestellt wird als Epsilon 0, mal so einer Matrix von Dielektrizitätskonstanten. Da ist dann Epsilon 1, 1, Epsilon 1, 2, Epsilon 1, 3 bis letztlich Epsilon 3, 3 multipliziert mit der
Spalte, die dem E-Vektor entspricht. E1, E2, E3. Auf diese Weise kann man zwischen diesen beiden Vektoren einen Zusammenhang beschreiben, auch wenn die beiden im Allgemeinen nicht parallel zueinander sein werden. Und worum es jetzt gehen wird morgen ist, wie wir das auswerten können, um damit zu einer übersichtlichen Beschreibung der Kristalloptik zu kommen. Keine Sorge, bleiben Sie nicht weg kommenden Montag und denken Sie, das tue ich mir nicht an. Damit sind wir eigentlich mit dem wesentlichen Teil dieser Matrix-Schreibweise schon wieder fertig und werden davon ausgehend dann in relativ einfacher Form das Verhalten doppelbrechender Kristalle verstehen können. Kommenden Montag. Danke. Was ist das denn für ein schönes Wagen, das da liegt?